Gleich zwei neue Smartphones, faltbare Smartphones, hat Samsung vorgestellt. Das Galaxy Fold 3 und das Galaxy Flip 3. Und ja, heute wollen wir die zwei Modelle kurz ausprobieren und die wichtigsten Fragen dazu beantworten. Die Frage nach dem Falz in der Mitte kommt immer noch erstaunlich häufig und ja auch hier in der dritten oder beziehungsweise beim Flip in der zweiten Generation. Man spürt ihn weiterhin jedes Mal ein bisschen weniger und man sieht ihn auch noch, aber ehrlich gesagt, das merkt man vielleicht am Anfang und nach kurzer Zeit hat man das vergessen. Denn der große Fortschritt hat Samsung beim Screen selber gemacht. Der fühlt sich inzwischen an wie Glas. Es gibt kaum mehr einen Unterschied zu einem normalen Smartphone. Und ja, man wischt auch nicht immer da über die Kante, wo der Screen gebogen wird, drüber und drum. Ich finde, das ist sicher kein Problem. Wer Bedenken wegen dem hat, keine Angst, man wird vor lauter Falten das ganz schnell vergessen und halt die positiven und die tollen Sachen an diesem Faltphone besser schätzen wissen als dieser kleine Abstrich, den man machen muss beim Screen. Übrigens, sonst auch hat Samsung alles verstärkt. Man sieht es hier auch an den Scharnieren. Da wurde nochmals kräftig gearbeitet. Da hat es fast kein Spiel mehr dazwischen, keine Lücke. Und ja, das führt dann auch zur nächsten Frage. Ja, die neuen Modelle sind tatsächlich wasserfest. Mit dem Vorgänger hätte ich mir das nicht getraut. Hier ein bisschen Wasser drüber, gar kein Problem. Klar, sie sind wasserfest, wenn man mal was auskippt, wenn aus Versehen ein Regenschauer einem erwischt oder vielleicht sogar, wenn das kurz ins Wasser fällt. Ich würde damit aber nicht schwimmen gehen. Es ist nicht in dem Sinn wasserdicht, keine Unterwasseraufnahmen machen. Aber halt so im normalen Alltag kein Problem. Ich denke sowieso, mit dieser Generation kann man die Fold-Geräte so nutzen wie ein ganz normales Smartphone. Man muss nicht mehr so ganz speziell darauf achten. Sicher eben keine Extremsituation. Ich würde ihn auch nicht im Sandstrand irgendwo verbuddeln, sondern halt normal sorgsam damit umgehen, wie man es halt macht bei einem Gerät, das ja immerhin 1000 Franken und mehr kostet und bei dem man ja nicht sofort Defekte möchte. Die zwei Faltphones haben wirklich auch unterschiedliche Konzepte. Ich denke, sie sind auch für ganz unterschiedliche Zielgruppen geeignet. Das Fold ist wirklich so möglichst viel Bildschirm und ja, trotzdem ein handliches Gerät zu haben. Während das Flip dann eher ist, man möchte ein normal großes Phone, zusammengeklappt ist es halb so groß, sehr, sehr handlich. Ich finde das auch wirklich sehr wortspielflippig. Ja, es ist mal was ganz anderes, sieht gut aus, ist sehr witzig, ist auch viel bunter. Fold hat man hier ein bisschen eine hellere Farbe und sonst dunkelgrün und schwarz ist sehr, sehr ähnlich. Hier hat man wirklich auch quasi modisch noch ein ganz anderes Accessoire-Potenzial. Das ist tatsächlich eine Weltpremiere. Erstmals in einem Serienmodell gibt es eine Kamera unter dem Display. Das fällt gar nicht immer auf, denn je nach Einstellungen sieht man trotzdem da ein kleines Loch. Das ist aber bewusst so, damit man eben die Kamera dann wahrnimmt, zum Beispiel wenn man ein Selfie macht. Und ja, sie löst nur in Anführungszeichen mit 4 Megapixeln auf. Allerdings wissen wir auch, Megapixel sind nicht alles. Ich habe ein paar Selfies gemacht, das funktioniert gut. Die Qualität ist sehr akzeptabel. Ich denke allerdings, im Alltag wird man es primär für zum Beispiel Videocalls nutzen. Sehr praktisch natürlich auf dem großen Screen. Und sonst, wenn man richtig gute Selfies machen will, dann kann man dank des Faltphones und dank des Außenscreens eben auch mit der Hauptkamera hier ein Foto machen. Und dann hat man wirklich das beste Selfie, das man sich vorstellen kann. Die Konzepte der Außenscreens sind unterschiedlich. Beim großen Fold hat man hier eigentlich ein
vollwertiges Smartphone, wenn man es so zusammengeklappt hat. Man kann alles nutzen, alles damit machen. Beim Flip ist es mehr eine Benachrichtigungsanzeige mit gewissen Funktionen und vor allem auch, damit man eben auch hier mit der Hauptkamera Selfies machen kann. Display ist größer, das tut dem Gerät auch wirklich gut, dass man da ein bisschen mehr sieht und es ein bisschen besser nutzen kann, aber halt wirklich ein ganz unterschiedliches Konzept. Ich denke, das Fold wird man oft auch zusammengeklappt nutzen. Das Flip, wenn man wirklich eine App aufstarten will, dann wird man es auch aufklappen. Die Frage aller Fragen kommt zuerst einmal natürlich aufs Budget drauf an. Hier geht es bei rund 1000 Franken los beim Flip. Fold sind es rund 1800 Franken, ist natürlich schon ein Preisunterschied. Kommt aber auch davon, für was man es wirklich nutzen möchte. Das ist eine Top-Multimedia-Maschine. Man kann neu sogar mit dem S-Pen noch schreiben, also auch eine Office-Maschine. Das Flip ist eher so das Alltags-Phone, das man quasi normal nutzen kann und dann zusammenklappen und einen kleineren Formfaktor hat. Auch ein bisschen verrückter, ein bisschen spezieller, man sieht schon an den Farben. Für mich persönlich ist das Fold eine gute Weiterentwicklung. Man sieht, wie ernst Samsung das Thema nimmt, wie es auch Schritt für Schritt diese Falttelefone verbessert und so eben wirklich auch den Abstand zur gesamten Konkurrenz weiter erhöht. Das Flip ist für mich eher so das, was richtig Lust macht, Lust aufs Rumspielen, auch mit den coolen Accessoires, die wir dann im ausführlichen Test sicher noch benutzen können. Ich werde auch mal im Alltag ein Flip für längere Zeit nutzen. Das Fold habe ich das letzte Mal ausführlich ausprobiert und mal schauen, wie lebt sich so mit einem Flip als täglicher Begleiter. Wenn noch weitere Fragen zu den Geräten sind, einfach in die Kommentare schreiben und ich werde sie dann dort beantworten, wenn möglich.